traut und teilt das Meer. Daniel hat Mut, als die Löwen brüllen. Noah beeilt sich, die Arche zu bauen. Sie glauben ihrem Gott. Und wenn du einfach mal nicht mehr weiter weißt, dann erinnere dich, was Gott sagt. David ist mutig, kämpft mit dem Riesen. Sie glauben ihrem Gott. Wenn du einfach mal nicht mehr weiter weißt, dann erinnere dich, was Gott sagt. Wie schön, dass du heute mit dabei bist. Wenn du gerade in Marco Church bist, dann dreh dich mal um zu einem Freund und gib ihm oder ihr ein High Five. Und wenn du gerade von zu Hause aus zuschaust, dann darfst du mir ein Doppel-R-High Five geben. Wie cool, so schön. Hey, letzte Woche haben wir eine neue Predigtserie gestartet, stimmt's? Und da sprechen wir über ein paar Bücher in der Bibel, und zwar die Psalmen, die Sprüche und auch die Gleichnisse in der Bibel. Cool, oder? Aber erstmals will ich euch kurz mal was über Namen erzählen. Mein Name ist Sarah und mein Vorname, wie du zählen kannst, hat 5 Buchstaben. Zähl du mal deine Buchstaben. Okay, gibt's jemand, der mehr als 10 Buchstaben in seinem Vornamen hat? Streck mal die Hand. Hast du 6 Buchstaben in deinem Namen? Dann streck auch du deine Hand. Und wer hat vielleicht sogar nur 3 Buchstaben im Vornamen? Sehr cool. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und ich bin auf einen Mann gestoßen, einen Mann aus Deutschland, der, Achtung, 26 Vornamen hat. Und seine Vornamen haben mehr als 650 Buchstaben. Schau dir das mal an. Ich hab's gesehen und dachte, wow, wie verrückt. Der Mann konnte sich wahrscheinlich selbst seinen Namen gar nicht merken. Und denkst du, dieser Mann war wichtiger oder bekannter, weil er so viele Vornamen hatte? Ich glaube nicht. Aber ich kann dir heute sagen, es gibt einen Namen. Und der ist größer und mächtiger und besser als jeder andere Name. Weißt du, welchen Namen ich meine? Okay, ruf's ganz laut. Genau, der Name von Jesus. Jesus Christus ist mächtiger und größer als jeder andere Name. Jesu Name zum Beispiel ist größer und mächtiger als der Name eines berühmten Fußballspielers zum Beispiel. Jesu Name ist auch größer als der Name von einem Schauspieler. Und weißt du auch was? Jesu Name ist sogar größer als der Name von jeder Krankheit, sogar der Name Krebs. Jesu Name ist größer als Krebs und jede Krankheit, die es so geben kann. Die Psalmen der Bibel zeigen uns immer wieder, dass der Name von Gott, der Name von Jesus, größer ist als alles andere. Wenn du deine Bibel gerade parat hast, dann schlag mit mir folgende Bibelstelle auf. Psalm 148, Vers 13. Und da steht Folgendes. Sie alle sollen den Herrn loben, denn sein Name allein ist groß. Seine Majestät erstreckt sich über Himmel und Erde.
Ich habe euch heute eine Bibelgeschichte dabei von dem Mann, der die meisten Psalme in der Bibel geschrieben hat. Ja, David. Und David wusste ganz genau, dass in schwierigen Zeiten es wichtig ist, seine Hoffnung in Gott allein zu setzen. Also lasst uns mal unsere heutige Big Story schauen. Erinnert ihr euch an die Geschichte von David und Goliath? David war ein Hirtenjunge mit ein paar Steinen und einer Schleuder und er besiegte einen Riesen. Gott nahm den Jungen vom Schafhirten auf der Weide und machte ihn zum König Israels. Eines Tages, als David schon ein älterer Mann und König war, sprach er mit dem Propheten Nathan: Ich habe eine Idee. Ich möchte einen Tempel bauen, in dem die Bundeslade Gottes untergebracht werden kann und in dem alle Welt Gott anbeten kann. Nathan sagte: Das klingt großartig. Nathan war ein Prophet, eine Person, die von Gott gebraucht wurde, um Botschaften zu überbringen. In dieser Nacht sprach Gott zu Nathan eine Botschaft für den König. Geh und sag meinem Diener David: So spricht der Herr, du wirst ein Haus für mich bauen, in dem ich wohnen soll. Aber warum? Ich habe in keinem Haus gewohnt, seit ich die Kinder Israels nach Ägypten geführt habe, bis jetzt. Anstatt mir ein Haus zu bauen, werde ich dir ein Haus bauen, David. Wenn deine Tage vorüber sind, werde ich deinen Sohn als deinen Nachfolger heranziehen. Er ist derjenige, der für mich ein Haus baut, den Tempel. Obwohl der König den Bau des Tempels im Sinn hatte, brach er nicht zusammen und beklagte sich. Als Nathan dem König David sagte, was Gott gesagt hatte, freute er sich und lobte Gott mit einem dankbaren Herzen. Er rief: Das ist es, was dich so großartig macht, Gott. Es gibt niemanden wie dich, keinem Gott außer dir. Und nun, großartiger Gott, tu genau das, was du versprochen hast. Segne meine Familie, hab immer ein Auge auf sie. David, dieser Hirte, der König wurde, hat die richtige Einstellung. Er hat den richtigen Charakter. Was für ein Beispiel, dem wir folgen können. König David hatte ein dankbares Herz. Füg seinen Worten nochmal zu. Ruf dem Herrn zur Freude. Alle Welt betet Gott an mit Freude. Kommt vor ihm mit frohen Liedern, denn der Herr ist gut. Lob Gott mit einem dankbaren Herzen. David wusste ganz genau, dass der Name seines Gottes größer ist als der Name seiner Feinde. Und in schwierigen Zeiten setzte David seine Hoffnung in Gott allein. Und ich weiß, wir haben nicht die gleichen Herausforderungen wie David, aber wir können von seinem Leben und von seinem Beispiel lernen. Also, wie kannst du deine Hoffnung in Gott setzen in schwierigen Zeiten? Indem du dich daran erinnerst, dass Gottes Name größer ist als jeder andere Name. Und du kannst mit diesem Gott zu jeder Zeit sprechen. Bete zu ihm, sag ihm, was für dich gerade herausfordernd ist. Und ich kann dir garantieren, dass Gott zu dir sprechen wird und er dir zeigt, dass er bei dir ist. Kennst du diesen Jesus schon, der diese Hoffnung für dich hat? Ich möchte dich einladen, wenn du heute sagst, ach, ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Jesus kenne, dann darfst du ihn heute in dein Leben und in dein Herz einladen. Und wir machen gleich Folgendes. Ich zähle bis auf drei. Und dann darfst du mutig deine Hand zur Luft strecken, als Zeichen, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Also eins, Jesus liebt dich. Zwei, Jesus hat Hoffnung für dich. Und drei, sei mutig und streck deine Hand jetzt in die Luft. Fantastisch. Und wir als Hillsong Kids Freunde wollen jetzt noch gemeinsam beten. Ich bete vor und ihr betet nach. Lieber Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben und wieder auferstanden bist. Komm in mein Herz, sei mein Gott, sei mein Retter und sei mein bester Freund. In Jesu Name. Und Hillsong Kids ruft ganz laut: Amen. Hey, ich kann dir sagen, es ist die beste Entscheidung, die du jemals treffen kannst. Und wir würden gerne wissen, wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast. Also sag entweder einem deiner Kids-Leiter in Microchurch Bescheid oder schreib uns eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse. Und wir freuen uns so sehr, von dir zu hören und dich kennenzulernen. Also, wir sind schon fast am Ende vom Gottesdienst. Aber fragst du dich, ob Fanny Mendel heute auch am Start ist? Okay, ich sag schon mal ciao, genieß die tolle Sonne und bis nächste Woche. Bis dann!
Bravo! Namaste! Hello! Hallo! Bravo! Bravo! Namaste! Namaste! Hallo! Hurrah! Pinada! 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 Pinada!